YouTube da abgeschaut, heute mit einem neuen Video. Wir haben ein bisschen Mist gebaut, beziehungsweise eigentlich haben wir das ja zurecht gemacht. Und zwar, wir haben die Freundin von Hamudi einfach entführt. Und Leute, guck mal bitte, wer hier ist. Hier ist Anna. Anna, die wird heute auf jeden Fall nichts passieren, wenn Hamudi sich an die Regeln hält. Okay, ich hoffe, dass er das Richtige tut. Ich hoffe auch, dass er das Richtige tut. Ich will seinen fetten Lamborghini haben, 10 Millionen Dollar. Und dann lasse ich dich auch frei. So, wir werden jetzt erstmal zum Übergabetreffpunkt fahren. Steig mal ins Auto ein. Okay. Und dann werden wir es irgendwie machen, Leute. Ich weiß noch nicht, wie wir die Übergabe so richtig machen werden. Ich glaube, ich werde eine Haftbombe am Auto platzieren und werde sagen, ey, wenn Hamudi irgendwelche Faxen macht, werde ich die Haftbombe explodieren. Nicht, dass er irgendwie mich in den Hinterhalt lockt oder so. Deswegen würde ich jetzt sagen, fahren wir jetzt einfach erstmal hier so zu so einem abgelegenen Ort und dann werde ich ihn nochmal anrufen und werde sagen, dass er da hinkommen soll. So, Leute, und zwar, ich habe gedacht, hier hinten ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Ort. Hier ist nicht so viel Polizei, hier ist man gut versteckt und hier fällt es eigentlich gar nicht auf, wenn man ein bisschen Scheiße baut. Guck mal hier. Ja, Leute, das ist barbärmäßig. So, wir werden jetzt das Auto... Leute, ich werde jetzt das Auto da oben auf die Bühne parken. Werde da Anna platzieren, dass das schön auf dem Präsentierteller ist und dass er sieht, was hier abgeht. So, Leute, guckt mal jetzt, wie das Auto steht auf der Bühne. Und Hamudi muss ich dann da oben hinstellen. Dann werde ich hier so eine Haftbombe ans Auto ranwerfen. Und dann kannst du nur noch beten, Anna, dass die Haftbombe nicht zünde. Okay. So, dann werde ich jetzt mal Hamudi anrufen. Mal gucken, ob er kommt. Hallo? Hamudi! Sunny, was ist los? Weißt du noch, was du mir bringen sollst? Ja, ich hab doch alles organisiert, Digga. Was beruhigt das mal? Was ist los, Bruder? Ich will jetzt meinen Lamborghini haben! Ja, du kriegst den doch, sag doch mal. 10 Millionen Dollar in unmarkierten Schein! Hab ich's dabei, war eh von deinem geklauten Auto. Das kannst du sagen, okay, Bruder. Von meinem geklauten Auto. Jetzt machst du dich schon lustig. So, komm zum Konzertplatz. Komm zum Konzertplatz und stell dich oben hin. Dann siehst du, was passiert, wenn du nicht nach den Regeln spielst. Zum Konzertplatz, Digga, willst du das kommen? Das genau. Ist eine Sackgasse. Das ist bestimmt ein Hinterhalt von das dir, Digga. Das ist kein Hinterhalt. Wenn du Anna lebend sehen willst, solltest du lieber hierher kommen. Okay, aber wir machen eine faire Übergabe, Stani, Digga, ne? Wir ohne machen Tricks eine und so. Faire Übergabe, natürlich. Auch nicht, dass danach noch irgendwelche Spielereien und so von dir sind, ne? Nein, nein, du fährst hier mit dem Auto rein und dann gebe ich dir weitere Anweisungen. Sei jetzt innerhalb von 2 Minuten da oder es knallt. Ja, beruhig dich. Ey, Mann, tschüss. Tschüss. Okay, Leute, ich glaube, das läuft alles nach Plan. Anna, bist du schon ein bisschen aufgeregt? Ziemlich. Ja, ja, jetzt wird sie gleich richtig abgehen, sag ich dir ehrlich. Ja, ich bin schon richtig sauer, ey. Lass mich bloß nicht sauer werden, sag ich dir. So, guckt euch das an, Leute. Das werden wir ihm gleich hier noch beweisen. Der hat nicht mehr viel Zeit. Oh, warte, ich höre was. Ah, Hamudi. So, Hamudi, jetzt bleibst du schön im Auto drin sitzen und folgst meinen Anweisungen. Digga, bist du verrückt? Guck mal, Anna steht auf Knien wegen dir. Guck dir das an, Anna. Hey, was machst du da? Vor Rudi, Anna, eine Haftbombe. Oh mein Gott. So, Anna, geht's dir gut? Ja, ich hab Angst. Ah, Hamudi, das ist hier... Was machst du denn hier? Hamudi, du hast Scheiße gebaut und das musst du jetzt ausbaden. So, du lässt jetzt das Geld im Auto drinne. Ja, hab es hier. Jetzt liegen. Steigst aus und läufst da den Weg hoch. Okay, welchen Weg? Na, hinter dir da, hoch, die Treppen hoch. Digga, wenn du mich abknallst und rückst, dann sag ich dir ehrlich, sag ich das alles dein Vater, wenn du das machst. Ja, ja, ist mir egal. Ich bin jetzt hier der neue König in Los Santos. Ja, aber sonst Angst am Vortouren. Ja, okay. Ja, das ist gut. Ich baue mich gerade wieder neu auf. Ich wollte nicht illegal. Ich wollte das nicht machen, Hamudi. Ja, ja, von wegen, Digga. Du übertreibst richtig. Ich werde mich jetzt ins Auto reinsetzen. Und dann zählst du bis 10 und dann kannst du zu Anna laufen. Ja, 1, 2, 3. Ey, Leute, wie krass ist das bitte? Ey, wir haben jetzt einfach 10 Millionen Dollar und diesen übertrieben krassen Lamborghini. Ey, Leute, das läuft richtig gut. Ich sag euch ehrlich, Hamudi hat doch auf eine Art und Weise irgendwie verdient. Gut, er hat jetzt seine Freundin befreit, was natürlich ehrenhaft ist, aber ey, guck mal, er hat mir so viele Autos kaputt gemacht, so viele Autos geklaut, alles drum und dran. Deswegen, das geschieht ihm richtig recht. Freunde, wir werden jetzt erstmal mit diesem Auto, ey, wir werden das Auto jetzt noch auftunen, Leute.
Ich werde das richtig geil standardskillmäßig tunen. Dann werden wir uns jetzt noch umziehen, Leute. Wir werden uns komplett neu einkleiden. Wir haben ein bisschen Geld, Leute. Ich will alles neu aufbauen. Das werden wir jetzt machen. Heute startet der Neuanfang mit 10 Millionen Dollar, einem fetten Lamborghini. Und dann mal gucken, was abgeht. Erstmal zum Kleidungsladen. So, Leute, hier ist zwar so ein Billigkleidungsladen, aber in so ein Billigkleidungsladen, das war damals gewesen. Jetzt werden wir hier schön Louis Vuitton, Gucci, Mucci, alles drum und dran, Leute. Uns richtig schön ausrüsten. Guck mal hier, schön langballern. Ey, Freunde, das Auto ist eins der krassesten, was ich jemals gehabt habe. Ich glaube, wenn ich es voll aufgetunt habe, werde ich damit sogar Rennen gegen andere YouTuber fahren. Ich bin auch gespannt, was Max und so zu diesem kranken Auto sagen werden. Oh, das ist zu krass. So, hier ist der Wagen, Leute. Wer Lamborghini fährt, dürfte auch so parken. Gar kein Problem. Und dann werden wir mal reingehen und gucken, was hier so im Angebot drin ist. So, Leute, wir werden jetzt wirklich hier komplett von vorne anfangen. Natürlich auch direkt Schönheitschirurgie, alles drum und dran. Dass wir einfach wieder ein bisschen fresher aussehen und dass die Leute uns auch erkennen. So, mal hier coole Frisur, Leute, wenn wir uns aus... Ey, was, was ist das für eine Frisur, Leute? Ey, das ist auch eine lustige Frisur. Feier ich sogar. Aber ich weiß nicht, ob wir so auf Rich Mitch machen. Eigentlich, Leute, würde ich so gerne so mit Cappy und so. Ja, wir machen hier so wie in Real Life, Leute. Hier so ein bisschen, hier oben ein paar Haare, Seiten auf Null. Wir gucken erstmal hier wirklich alle Frisuren durch. Das sieht auch lustig aus. Ich würde, Freunde, ich weiß nicht. Ja, wir können auch theoretisch hier so ein bisschen was Verrücktes nehmen. Aber eigentlich, Leute, lass uns so nehmen, wie wir eigentlich auch wirklich aussehen. So ein bisschen auf Real Life angelehnt. Ja, das sieht jetzt nicht ganz so aus, aber ich glaube, hier gibt es nicht so ein Vollbart. Gibt es gar nicht, aber doch, das passt eigentlich zu uns. Sieht geil aus. Und jetzt müssen wir natürlich, wir können sogar Tattoos machen. Ich habe hier am rechten Arm Tattoos, Leute. Ey, das machen wir. Oha, guck mal, ich kann sogar die ganzen rechten Arme tätowieren. Wie geil ist das denn bitte? So, Leute, wir werden jetzt hier erstmal alles durchgucken, gucken, was wir hier so haben. Leute, guck mal hier diese... Dingskleidung, aber wir brauchen irgendwie schon was Heftiges, Leute. Wir haben jetzt 10 Millionen. Oha, das sieht wild aus. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen flexen, Leute. Die anderen sollen natürlich auch ein bisschen Auge machen, wenn wir hier fette Klamotten anhaben. Boah, Leute, guck mal hier. Da gibt es auch hier diesen Gucci-Anzug von Hamoudi. Aber nee, den ziehen wir nicht an. Den hat er ja schon an. Der ist ja gar nichts mehr wert. Boah, Palm Angels, Leute. Das sieht auch cool aus, das Shirt, oder? Oha, was sagt ihr? Oha, das sieht auch... Oha, guck mal hier, so eine fette Jacke an. Boah, so eine Gucci... Supreme, Leute. Ey, boah, Dior-T-Shirt, Leute. Ey, das wäre auch geil. Oh, Ralph Lauren so, Leute. Das sieht auch nicht schlecht aus. Oder ich habe eine Idee, Leute. Ich habe echt... Das hat mir eigentlich mit am besten gefallen. Guckt euch das mal an, Leute. Wir nehmen hier dieses schöne Palm Angel T-Shirt. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Und darunter ziehen wir uns jetzt hier noch... Oha, so ein Gucci-Pullover an, Leute. Alter, die Leute denken einfach, wir sind wirklich unnormal reich. Jetzt noch ein paar fette Schuhe anziehen. Gibt es hier so Nike-Schuhe? Oha, Leute, es gibt hier sogar Nike-Schuhe. Oh, passend zum Pullover, rote Nike-Schuhe. Oha, die gibt es auch in dunkel, Leute. Ey, warte mal, man kann ja auch die Farben einstellen. Das wusste ich ja jetzt erst. Oha, hier so eine dicke Kette drunter, Leute, die so vorblitzt. Das sieht schon cool aus. Fette Nike-Schuhe. Und ich würde Hosen, Leute. Gucken wir mal. Nehmen wir, oh, die Hilfiger-Hose sieht geil aus. Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. Oh, ich sag euch ehrlich, Leute. Ey, das sieht schon... Oh, das mit den roten Akzenten wäre auch geil. Sag euch ehrlich, so wie es ist. Ich glaube, hier diese Tommy Hilfiger-Hose werde ich nehmen in weiß. Und Leute, ey, guckt euch das bitte an. Das ist unser neuer Char, den wir haben. Einfach Stani mit fetten Markenklamotten. Der sieht aus wie ich. Ich bin so gehypt, Leute. Jetzt wird es richtig losgehen. Nicht wir werden jetzt noch zum Autotuner fahren und werden natürlich das Auto passend zu uns tunen, Leute. Weil so gefällt es mir noch nicht ganz so gut. Nämlich, Leute, guckt mal bitte, was hier abgeht. Guck mal hier, ihr seht, hier ist ein Autohaus. Ganz unscheinbar. Das wurde nämlich gerade komplett neu gebaut. Benny's Original Motor Works, Leute. Richtig nice. Und hier sollen wir wirklich nur die heftigsten Leute aus Los Angeles ihre Autos tunen gehen. Also das ist eine ganz, ganz edle Werkstatt. Leute, oha! Was steht hier denn bitte auch auf dem Parkplatz, Leute? Das ist Edeltuning, sage ich euch ganz ehrlich. Sowas sieht man wirklich selten. So, ich frag mal hier. Guten Tag. Guten Tag, hallo.
Ich bin Stani und ich habe noch ein bisschen Geld auf hoher Kante und würde gerne fragen, könnt ihr mein Auto hier richtig krank auftunen? Weil ich sehe auch, ihr habt übelst Ahnung von Tuning. Macht, was ihr wollt mit der Karre, aber ich will das heftigste Auto in Los Santos. Ja, solange sie hier nicht mit so einer iCrimex-Karre um die Ecke kommen, ist das in Ordnung. Der Wagen geht auf jeden Fall fit, ja? Ja, meine ich. Gut, okay, dann fahr den Wagen mal rein und tune wirklich alles. Egal, Geld spielt keine Rolle, mach alles rein. Dachte ich mir schon, sieht man schon an ihren Klamotten, ne? Dass sie Geld haben. Ja, gut, ist notiert, ne? Gut. Kannst du dann jetzt nicht abholen, ja. Ja, top. So, kannst Leute, jetzt nur noch kurz willst. Warten. Wir warten jetzt hier, guck mal, was ist das hier für ein Frauenauto? Oha. Ey, Leute, wenn wir mal eine Freundin finden werden, dann werde ich der das auf jeden Fall hier schenken in GTA. Ey, Leute, wann geht's denn jetzt endlich los? Ich will jetzt langsam mein Auto haben, ey. Das kann nicht sein hier, das dauert ewig. Oh. Dani! Dein Wagen ist fertig, ja, komm! Oha, so. Der sieht ja viel, viel geiler aus. Oh, ihr habt ihn ja komplett umgebaut. Boah, alles drinne. Wie der auch glänzt. Neuestes Tuning. Ja, das, beim Polieren haben wir uns natürlich Mühe gegeben. Ne? Das ist hier, ne, steht an oberster Stelle bei uns. Wie teuer war das jetzt? Der komplett umgebaut. Ich sehe auch, ihr habt Karosserie ein bisschen umgebaut hier hinten und alles, ne? Ja, also wir sind ja hier das Bennys, ne? Wir sind ja nicht das LS Customs oder sowas. Also sollte dir ja klar sein, ja, dass wir... Ja, klar, deswegen bin ich ja zu euch gekommen, Jungs. Ja, genau. Das macht dann einmal bitte 15 Millionen Dollar, bitte, ja? Leute, 15 Millionen? 15, wie bitte? 5 Millionen? So teuer? 5 Millionen? Ey, Bro. Nein, wir sagten 15, nicht 5. Wieso 15? Aber das sollte ja auch für sie kein Problem sein, ne? Wie, hey, Leute, wir haben doch gar keine 15 Millionen. Ich habe jetzt schon so viel für Kleidung und alles ausgegeben. Bro, wir haben doch von Amudi nur 10 Millionen bekommen. Das ist gar nicht... Will der jetzt hier nicht bezahlen, oder da müsste ich aber einmal zur Bank fahren. Ja, so, eigentlich geht das nicht, aber gut, ich komme einfach mit dir mitgefahren, okay? Dass du nicht auf dumme Gedanken kommst, Junge. Ja, okay, ja, gut, dann komm mitgefahren. Ja, dann fahren wir jetzt schnell zur Bank. Chef, ich pass hier auf. Jo, mach das. Dann hol ich das Geld ab und dann... Boah, aber krank der Wagen, Leute. Wow, guck mal bitte, wie der aussieht, Freunde. So, Leute, dann werden wir jetzt hier zur Bank fahren. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ja, dann kommen Sie mal mit rein in die Bank, würde ich sagen, ne? Ja, alles klar. So, dann werden wir jetzt da zum Schalter gehen und dann werde ich das Geld abholen, dann kriegen sie natürlich ihre 15 Millionen, ne? Ja, danke schön. Ja, wir haben uns auch ziemlich viel Mühe gegeben. Wäre halt auch scheiße, ne, wenn man für Arbeit nicht bezahlt wird. Ja, das muss ich ja nicht erklären. So, dann gucken wir mal, was wir auf Konto haben, Leute. Okay. Oh, ich habe meine Karte vergessen im Auto. Ich hol die mal schnell. Okay, ich warte hier kurz. Hau rein, du Idiot! Hey, sofort stehen bleiben! Let's go, Leute! Der denkt, oh, hier, der kann Stani verarschen. 15 Millionen für ein bisschen SVJ-Umbau. Ich glaube, ich spinne. Der wollte mich abziehen. Die Karre hat 10 Millionen gekostet, er will 15 haben. Nicht mit mir, Leute. Ihr wisst, ich wollte ja den richtigen Weg gehen. Das machen wir auch. Aber abziehen lasse ich mich hier bestimmt nicht. Also, das kann ja nicht sein. So, wir müssen uns jetzt noch ein neues Haus suchen, um das Auto natürlich abzustellen, Leute, zu parken. Und da würde ich mal sagen, werden wir uns jetzt erstmal eine schöne Immobilie raussuchen. Hä, Leute, wieso habt ihr jetzt auf einmal Sterne bekommen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe mir doch nur hier das Auto ausgeborgt. Oh, alle für die sofort stehen bleiben! Wow! Was geht denn jetzt ab? Ey, wie viele kommt denn hier? Oh, Leute, wir können gleich mal das Auto hier ein bisschen testen. Overwatch. Wir brauchen einen Overwatch für den geklauten Lamborghini. Overwatch ist vor Ort. Wow! Wie viele? Alter, wie viele sind das bitte, Leute? Er kommt! Oh. Ey, gut. Gut, schieß auf mich, Alter. Die sind ja komplett am Durchdrehen. Okay, wir müssen jetzt unsere ganzen Fahrkräfte zusammennehmen, Leute. Und uns anstrengen. Wow! Hier kommt sogar Spezialeinheit. Okay, wo ist der Heli, Leute? Wo ist der Heli? Oh, da ist sogar der Heli hinter uns her. Nein. Aber hier auf gerader Strecke wird er nichts schaffen, Leute. So, wir müssen in den Tunnel reinfahren. Zack, boom, den Heli verarscht. Ohne Probleme. Let's go. Die Cops haben ja gar nichts drauf, außer Zahnbelag. Ist das schlecht. Guckt euch das an, Freunde, mit der Karre. Aber ich muss auch sagen, Grip etc., ist ja komplett geisteskrank mit dem Auto. Standardskill. Schwer bewaffnet und gefährlich in der Vergangenheit. Schussfreigabe. Scheiße. Hey, Bro, woher wisst ihr denn, dass ich das bin? Oh, Panzerwagen. Panzerwagen. Nicht gut. Ey, die kommen direkt mit Armee oder was? Was soll das denn? Nur weil ich ein Auto geklaut habe?
und mal vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen Ärger gemacht habe. Das versteht doch kein Mensch, ey. Sterne sind jetzt weg. Wir haben, glaube ich, die Polizei relativ gut abgehangen. Oh, nee, ich glaube, noch ein paar sind hinter uns her. Wow. Okay, der fährt da lang. Dann fahren wir hier lang. Gar kein Problem. Oh, hier ist noch einer. Ey, ich hab doch gar keine Sterne mehr. Was wollt ihr von mir? Die machen jetzt wahrscheinlich Zivilfahndung oder so, dass ich nicht mal mehr Sterne angezeigt bekomme. So, dann werden wir mal gucken hier. Das kleine Polizeiauto denkt wirklich, der ist schneller als mein Lambo. Leute, jetzt müssen wir schnell hier. Oh, warte, da ist noch einer. Wir müssen gleich in die Gasse reinfahren, wenn wir den abgehangen haben. Hier rein. Oh. Wir haben Sichtkontakt verloren. Hier rein. Wir haben den Sichtkontakt verloren. Okay, Leute, ich glaube, es sind alle weg. Boom. Wir haben alle abgehangen. Babamäßig, Leute. So, ich werde das Auto jetzt erstmal hier parken. Freunde, was sollen wir jetzt machen, Alter? Wir haben jetzt wieder ein Auto, wir haben gar kein... Doch, wir haben noch ein bisschen Geld. Ein paar Millionen haben wir noch auf hoher Kante, weil ich habe ja die Reparaturen hier nicht bezahlt und den Umbau. Leute, schreibt unten in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Ich sage euch ehrlich, ich werde mir Touren holen. Jetzt reicht's komplett, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, checkt die Jungs alle unten in der Beschreibung ab. Das war's gewesen. Tschö, bitte.